Hallihallo, mein Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen duftigen Video. Ja, und vorhin hat der DHL-Bote bei mir geschellt. Mein Iceflower-Paket ist angekommen, boah, und ich habe mich mega gefreut und dachte, ich filme direkt das Video für euch ab. Das wird jetzt eine First Impression. Ich habe nur alles ausgepackt und oben auf den Karton gelegt, dass nicht so viel Zeit beim Füllen verloren geht. Dass ich die Düfte nur rausholen brauche, aber ich habe noch nicht dran geschnuppert. Dass ihr Bescheid wisst, ich habe den Karton hier liegen. Ich habe einiges wieder bestellt und würde sagen, schnacken wir nicht lang und fangen direkt an. Wie immer, alle, die bei Iceflower bestellen, wissen, hier oben drauf liegt die Rechnung und die Düftelhinweise. Die kennen wir aber alle, die brauche ich euch ja nicht zeigen. Dann hatte ich als Goodies einmal kleine Haribos. Und hier so eine Für-Dich-Tafel, ein kleines Dankeschön. Also wie gesagt, ich habe an allem noch nicht dran geschnuppert. Das Paket kam gerade erst. Ja, und hier steht nichts drauf, was das für ein Duft ist. Der riecht für mich aber sehr seifig. Und im Abgang so ein bisschen grün. Dankeschön, Claudia, auf jeden Fall für die Tafel. Und dann hatte ich unter einem Beitrag, den man kommentieren konnte, da hatte die Claudia so ein paar Düfte abgegeben, die sie nicht mochte. Hatte ich den Mysterious Night von ihr aus ihrem Privatbestand bekommen. Und der riecht, ja, riecht für mich ein bisschen sehr maskulin. Wie so ein Männerduschgel. Ob da Amber, Patchouli, irgendwie sowas mit drin ist. Ja, den wird mein Freund lieben. Maskuline Düfte sind ja jetzt nix so für mich, aber ist ja nicht schlimm. Den habe ich da auf jeden Fall von der lieben Claudia bekommen. So, fangen wir direkt mit meiner Bestellung an. Und ich sag euch auch direkt schon mal vorab, es wird in diesem Video ein kleines Gewinnspiel geben. Also, ja, das ist jetzt ein bisschen spontan. Ihr könnt einfach. Hier blende ich irgendwo Emojis ein, die ihr unten in den Kommentaren kommentieren könnt. Gebt dem Daumen-Video nach oben. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, das war es auch einfach schon. Einfach die Emojis, die ich eingeblendet habe, unten kommentieren. Dem Video einen Daumen nach oben geben. Ja, und das war es schon. Dann würde ich sagen, lose ich am Sonntag den Gewinner in den Kommentaren aus und. Das war es auch schon. Fangen wir direkt mit der Bestellung an. Wie gesagt, das ist alles First Impression. Ich habe noch nicht dran geschnuppert, sondern nur alles aus dem Papier und so ausgepackt. Und als allerersten Duft habe ich hier so ein Round Heart Clamshell mit dem Duft Breath Out. Ah, und den hatte die Claudia, also der stand eigentlich gar nicht auf meiner Liste, aber den hatte die Claudia so toll beschrieben in ihrem Video, dass ich den unbedingt mal bestellen und testen wollte. Boah, alter Schwede. Ey, wie geil riecht der denn? Oh, extrem schwer zu beschreiben, aber wow. Ich ärgere mich, also ein Round Clamshell ist ja schon viel, aber ich hätte ich davon mal zwei genommen. Boah, der riecht extrem puderig, parfümig. Lieblich cremig. Hat, glaube ich, auch irgendwie eine Minz- oder Eukalyptusnote, aber nur ganz, 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 ganz. Minimal hinten mit dran. Boah, der riecht so richtig entspannt und wohltuend und relaxend. Boah, der riecht richtig geil. Ey, wenn den einer abzugeben hat, sagt mir mal Bescheid. Breath Out, davon hätte ich gerne noch ein zweites. Der riecht ja mal richtig geil. Also davon hätte ich gerne auf jeden Fall noch einen zweiten. Ich hoffe, den gibt einer ab. Als nächstes habe ich hier auch noch mal so ein Round Heart Clamshell mit Violet, Lily and Rose. Ja, und den Duft kenne ich schon von einer anderen Duftgießerin. Da hatte ich den auch schon gehabt. Aber der Duft, der ist so schön. Ich dachte, komm, bestellst du dir den nochmal nach. Ja, und der riecht für mich wie das Adidas Duschgel. Ach, Adidas Dusch, das. Also heute habe ich es auch, ne? Dusch, das Duschgel. Wie das, was man immer so auf den Kopf hinstellt, dieses Violette. Ja. Boah, das riecht so auch so geil. Den Duft kenne ich, wie gesagt, schon. Aber Icy übertrifft er in der Intensität her gar nichts. Deshalb habe ich mir den auch nochmal von Icy bestellt.
Als nächstes, boah, zeige ich euch diese wunderschöne Tafel von Traumprinz. Guck mal, wie schön. Wow, und hier hinten noch mit so Herzen und so viel Flitter und Glitter da dran. Geil. So, Traumprinz. Da bin ich mal gespannt. Da hatte die Bianca ja vorhin in der Gruppe, oder für euch ist es jetzt, glaube ich, schon abends oder nachmittags. Für mich war es heute Morgen gepostet, dass sie den so schön findet. Boah, das ist aber doof gemacht hier, ne? Guck mal, wenn man das aufmachen will, dann reißt man das schöne Logo und alles mit kaputt. Schade. Naja, also, Traumprinz duftet. Oh, auch wieder sehr speziell. Oh, Traumprinz duftet. Sehr floral, süß, könnte auch fruchtig sein. Boah, extrem schwer. Könnte auch ein Shampoo oder sowas sein. Boah, schwer, schwer. Aber guck mal, wie schön. So schön und hinten hier mit den Herzen und oh, schön. Ich liebe Sylvie Smells einfach. Boah, und der riecht für mich wie ein florales Apfelshampoo. Also, die Beschreibung weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sehr schön, sehr schön. Auch die Tafel sehr schön. Ja, gefällt mir. Also alle Düfte bis jetzt waren ja jetzt nur drei. Aber die riechen ja schon mal alle mega. Und der ganze Tisch, ich habe den vorher erst mit dem Handstaubsauger abgesaugt. Es wird alles voll. Naja, dann fangen wir als nächstes an. Da habe ich drei Stück von bekommen von Ember White and Musk. Drei hier von diesen Breakable Shots. Wie gesagt, ich habe an allem noch nicht geschnuppert. Ich habe auch einfach der Beschreibung nachbestellt, wo die Beschreibung gut klang. Oh, einfach blind bestellt. Schön. Wow. Und der hier. Auch eine blaue Blume. Und der hier hat, glaube ich, eine rosane Blume drauf. Oh ja, die ist aber leider kaputt. Boah, riecht der. Also zart. Jetzt keine Wumme. Aber der riecht echt wie hier. Guck mal, ist ja abgebildet. So ein Puderflakon. Ne, da kommt Puder rein und dann. Pss, pss. Und genau so riecht der. Der riecht für mich wie ein Körperpuder. Sehr pudrig, sehr süß, sehr cremig, sehr elegant und teuer. Boah, mit cremigen Moschus, geil. Boah, geil, dass ich davon auch drei Stück habe. Die vier gefallen mir schon mal alle sehr gut. Dann habe ich hier zwei Baby Bowls von Kitty's Whiskers. Und Kitty's Whiskers war, glaube ich, eine Nachgießung. Aber den Duft hatte ich noch nicht gehabt. Ich weiß wohl, dass es den von Yankee oder Goose Creek gibt. Das ist, glaube ich, ein Dupe, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Oh ja, und der riecht auch wieder so schön parfümig, weich. Lass da irgendwie Kaschmir oder sowas drin sein. So cremig, zart. Sehr schön, wow. So ein schöner, warmer, cremiger Duft. Kitty's Whiskers. Toll, ich bin begeistert bis jetzt. So, dann habe ich hier 1 Cent Shot Pinkberries and Marshmallow. Und lass den bitte nicht geil sein, weil ansonsten ärgere ich mich, dass ich davon nur einen habe. Oh. Wow, der geht so ein bisschen in die Richtung von Minnie Mouse Ice Cream, wenn ihr den kennt. So ein bisschen. Aber der hier ist noch süßer, cremiger. Und der Marshmallow-Duft von Sylvie ist irgendwie anders. Für mich riecht das total wie ein Eis. Wie eine Eiscreme. Eine pinke Beereneiscreme. So riecht das für mich. Also der Marshmallow-Duft von Sylvie, der ist richtig cremig geworden. Geht voll in die Eisrichtung. Total geil. Dann habe ich hier zweimal Winter Ocean oder Winter Ocean. Der stand auch nicht auf meiner Liste, aber so wie die Claudia den beschrieben hatte, habe ich den dann doch bestellt. Und gucken wir mal. Muss ich mal
mal von unten riechen. Auf den ersten Riecher haut der mich jetzt nicht so von den Socken. Ja, der riecht sehr ozonig, aquatisch. Na, den muss ich mal, weiß ich nicht, in der Lampe testen, aber jetzt so auf den ersten Riecher gefällt er mir jetzt nicht so. Aber ist ja nicht schlimm. Wenn er mir gar nicht gefällt, dann gebe ich den in der Gruppe weiter. Winter Ocean. Zweimal ist bis jetzt der erste Duft von fünf, der mir nicht gefällt. Dann habe ich ein Sandshot Cactus Flower and Coconut. Da dachte ich, ein Shot, um den mal zu probieren. Oh ja, und der riecht schön. Mehr Kokosnuss als Kaktus. Ja, hier unten wieder mehr Kaktus als Kokosnuss. Sehr schön. Parfümig auch so ein bisschen. Extrem schwer zu beschreiben. Aber ein schöner Duft. Reicht mir auch ein Sandshot. Aber zum Testen ist der mal echt super. Dann habe ich auch einen Shot zum Testen von Lavendelquarz und weißer Salbei. Da war ich auch richtig gespannt. Die Claudia sagte, glaube ich, das ist ein sehr ja, ungewöhnlicher Duft. Den muss man mögen. Oh, aber der ist schön. Oh, da sind so viele Blüten drauf. Warte mal. Kippe ich mal ab hier. Oh, unten riecht der ganz anders als oben. Hier unten kommt dieser richtig krasse, krautige Gartenlavendel raus. Und hier oben mehr das Salbei. Ich weiß auch nicht, ob es hier an diesen Blütenstreu-Deko da oben drauf liegt, aber der ist wirklich ätherisch und außergewöhnlich. Aber ich denke, wenn man so ein Gefühl hat, so einen Hauch, dass man denkt, dass man krank wird, war das jetzt Deutsch? Also wenn man das Gefühl hat, dass man krank wird, dann stelle ich mir den richtig geil vor, mache den in eine Lampe, knallt sich auf die Couch mit dem Tee unter der Decke und fertig aus. So, dann habe ich hier drei Sandshots von Perlmuttfarben. Guck mal, wie schön das Logo ist. So schön. Oh ja, und Perlmuttfarben. Mann, das ist ja mein Restock gewesen. Boah, riecht der schön. Boah, also ich bin eine Niete im Beschreiben, ne? Aber der hat was ganz Besonderes, was ganz Wohliges, Cremiges. Könnte ein ganz tolles Parfüm sein, aber wo keine Parfümnote mit drin ist. Es ist ein ganz besonderer Duft, habe ich so noch nie gerochen. Wie gesagt, sehr schwer zu beschreiben, aber richtig schön. Perlmuttfarben bin ich froh, dass ich den dreimal habe. Dann habe ich hier dreimal Rose Powder Cream. Und den gab es ja auch in diesem XXL Clamshell. Aber aus diesem XXL Clamshell haben mich jetzt nicht alle Düfte interessiert, sondern nur die beiden hier. Creamy Ripe Roses und Rose Powder Cream. Und da dachte ich, bestellst dann einfach nur die beiden, bevor du dir so ein XXL Clamshells bestellst. Und dann benutzt du nur die Hälfte an den Düften. Da soll sich dann jemand anders dran erfreuen. Auf jeden Fall habe ich hier Rose Powder Cream. Oh. Und der riecht toll. Hier unten riecht der nochmal anders als oben. Intensiver. Pudriger, erinnert mich an, boah, irgendein Parfüm. Da kriege ich gerade richtige Flashbacks an irgendein Parfüm, was meine Oma damals hatte, wo ich klein war. Aber jetzt nicht im Negativen, sondern der geht so ein bisschen in die. Kennt ihr Marussia, Gabriele Sabatini, so in die Richtung? Aber toll, wow, da verbinde ich so viele Erinnerungen gerade mit dem Duft. Schön.
Wow, geil. Also Flashbacks pur. Rose Powder Cream, wenn ihr Gabriele Sabatini und Marussia so in die Richtung kennt, die Parfums, sind ja auch schon ein bisschen älter. In der Richtung geht der, also für mich auf jeden Fall. Löst bei mir einige Erinnerungen aus. Dann habe ich hier Creamy Ride Roses. Auch dreimal. Oh, und der erinnert mich an irgendeinen Duft. Rose, ja, also ich rieche eher was Pudriges, Cremiges. Die Rose vielleicht so ganz hinten im Abgang. Aber ich rieche auch noch einen grünen Stängel von der Rose. Pudrig, cremig, floral durch die Rose. Ich würde auch sagen, ist eine weiße Duftrose, also diese etwas süßere Rose. Mit einem grünen Anteil. Mit dem grünen Rosenstängel noch dabei. So riecht er, finde ich. Ich auch dreimal. Ich freue mich. So, dann habe ich hier dreimal Strawberry Dress. Und der klang ja sowas von geil. Da dachte ich, den muss ich haben, obwohl ich jetzt nicht so krass die Erdbeernase bin. Aber der klang so toll. Der riecht schön. Der riecht wie so eine Süßigkeit. Wie so ein Erdbeerbonbon. Apropos Erdbeerbonbon, da komme ich auch gleich noch zu. Oh ja, krass. Aber wie so ein Erdbeermilkshake. Gab es nicht letztes Jahr, ich weiß nicht, wenn Silvi oder Claudia das Video sehen, gab es nicht letztes Jahr den Strawberry Rouge? Als Clamshell oder irgendwie so. Ich meine, den hatte ich auch. So, ich finde, der riecht ganz genauso wie der. Strawberry Dress und Strawberry Rouge. Also ich finde, die riechen sehr, sehr ähnlich. Könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Und apropos Erdbeerbonbon, Erdbeermilchshake, kommen wir hier zu Erdbeerjoghurtbonbons. Und wenn ihr das Label seht, der soll so wie der Campino riechen. Und ich liebe diese Bonbons, ja. Kindheit pur. Komm schon. Ja, nicht 1 zu 1 Campino. Nicht 1 zu 1, aber geht schon sehr nah in die Richtung, ja. Auf jeden Fall sahnig. Erdbeerig, quietschsüß, eine Süßigkeit. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn es nicht draufsteht und gesagt worden wäre, dass Campino-Bonbon wäre. Aber geht auf jeden Fall in die Richtung. Habe ich auch dreimal. Schöner Duft, dreimal. Und dann kommen wir hier zu dem Clamshell Sweet Ivory Soap. Guck mal, sieht auch schön aus. Und das Label. Ich liebe ja Silvis neue Labels. Oh, oho. Boah, wie riecht der denn? Boah, der erinnert mich an irgendwas. Ich kenne den Duft. Ich kenne den Duft, aber frag mich nicht, was, woher. Irgendein Badezusatz? Ein Schaumbad? Irgendwie sowas. Oh mein Gott. Wie damals bei mir als Kind zu Hause. Irgendein Badezusatz oder Badeschaum oder irgendwie sowas. Ja, oder hier so ein Salzzusatz, wo meine Eltern immer drin gebadet haben. Krass. Ey, die Düfte bringen mir heute irgendwie total die Flashbacks. Boah, mega. Sweet Ivory Soap. Ich glaube, den fand die Bianca auch so geil. Ne? Habe ich vorhin gelesen in der Gruppe. Boah, der ist geil. So, und jetzt kommen wir zum Duft, den die Bianca zum Beispiel gar nicht mochte. Bianca, Bianca, Bianca. Aber das war der einzige Post, den ich, bis ich das Video jetzt filme, gesehen habe von ihr. Und sie hatte zum Beispiel den Lieblingsmenschen gar nicht gut gefunden, den Duft. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie ich den so finde. Oh, besonders? Hm.
ganz spezieller Duft, ne? Also ich weiß, was sie meint. Für mich riecht er eher schokoladig-nussig. Ich weiß es nicht. Soll da nicht Pfirsich oder so drin sein? Für mich riecht er total foodie. Nach Schoko. Also bin ich gerade überrascht. Aber für mich riecht der volle Kanne Foodie nach Schoko. Ja, krass. Nicht schlecht, aber hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, ob meine Nase mich da jetzt einfach nur täuscht, aber für mich riecht der voll nach Schokolade irgendwie. Teste ich auf jeden Fall mal in der Lampe. Und als allerletztes kommen wir zum Dreier Hard Clamshell Silhouette. Und der soll ja auch mit Pfirsich sein. Oh ja. Aber der riecht für mich nach einem Shisha-Tabak mit Pfirsich. Der hat irgendwie so eine Unternote wie so ein Pfirsich-Shisha-Tabak, den wir mal gehabt haben. Wow. Mega geil. Nicht schlecht. Und ich finde diese Dreier-Clamshells auch total geil, ne? Einfach rausbrechen. Man hat mehr als ein Clamshell, aber auch weniger als zwei. Brichst du dir einfach raus und fertig aus. So, und das war auch schon meine Bestellung. Ja, was soll ich dazu sagen? Lustiger Restock, lustige Düfte. Also, wer mir bis jetzt nicht so gefällt, das ist hier der Winter Ocean. Da muss ich noch mal gucken. Ja, und ansonsten mega Flashbacks auf jeden Fall hier von diesem Duft. War das der hier oder der hier? Nee, der hier. Auf jeden Fall Flashbacks pur. Marussia Gabriele Sabatini erinnert mich voll an meine Kindheit. Und der. Ach, was war denn? Ach ja, genau, der der Silhouette, ja. Der riecht voll nach Shisha-Tabak. Pfirsich für mich, volle Kanne. Und hier der Sweet Ivory Soap riecht für mich total nach so einem Badezusatz von meinen Eltern, als ich klein war, drin gebadet haben. Volle Kanüle, aber schön. Ich bin echt begeistert von den ganzen Düften. Ich freue mich und ich muss sagen, habe ich überhaupt einen Favoriten? Ich würde sagen, wenn ich mir einen Favoriten aussuchen darf, dann ist das auf jeden Fall der Perlmuttfarben. Nee, Perlmuttfarben und Breathout. Sagen wir Perlmuttfarben und Breathout, die gefallen mir beide am besten. Aber jetzt sind alle Düfte schön. Außer dem Winter Ocean, da muss ich mal gucken. Hier beim Lieblingsmenschen, da bin ich ja mal voll überrascht. Der riecht für mich echt nach Schokolade. Ich weiß es nicht. Muss ich mal warm testen. Aber der ist schön. Nicht, dass ich jetzt sage, der gefällt mir nicht. Aber ich rieche da Schokolade. Vielleicht ist auch meine Nase da gerade nur so ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt an so vielen Düften geschnuppert habe. Aber ja. Auf jeden Fall kommentiert unten in die Kommentare. Nochmal auf jeden Fall. Hier blende ich irgendwo ein diese Emojis. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann werde ich euch ein kleines Iceflower-Paket zusammenstellen. Ich verrate euch noch nicht was. Ich stelle euch auf jeden Fall ein kleines, schönes Paket zusammen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich da keinen Quatsch reinpacke, weil ich mache immer gerne schöne Pakete. Ich mag es, Leute zu überraschen. Und wer da Lust drauf hat, kommentiert unten, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. All diese First Impression hier, die war selber für mich jetzt sehr überraschend. Vorher schnuppere ich ja schon an allem und drehe dann das Video. Aber es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und wer auf jeden Fall hier noch was vom Breathe Out abzugeben hat, bitte meldet euch bei mir. Der Duft, der ist so geil. Und ja, das war's auch schon. Ich will nicht lang schnacken. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert unten und dann nehmt ihr auf jeden Fall an dem Gewinnspiel teil.
Sonntag melde ich mich dann bei euch, wer gewonnen hat. Und es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Video für euch. Tschüssi!